Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC auf der Pleasant Valley County. Zur Sonntagsfolge. Zur Sonntagsarbeit. Denn Arbeit haben wir ja genug, ne? Ja, wir sitzen hier in unserem Trecker. Ein paar Helfer sind schon unterwegs. Und zwar oben, was wir gestern im. Oder was Jürgen gestern im Stream angefangen hatte. Auf Feld 22. Ne, läuft nach wie vor hier der Rühmroder. Ich gehe mal davon aus, dass die Abfahrer auch entsprechend alle dorthin fahren, wo sie hinfahren sollen. Ich habe es nämlich einfach bloß eingestellt. Ich glaube, einer fährt zum Hof und die anderen drei fahren rüber in die Zuckerfabrik. Ne? Aber was wir gestern auch gesagt hatten, wir wollten heute als erstes gleich, ich versuche richtig daran zu denken, nach unseren Ziegen gucken, wegen der Ziegenmilch. Dann habe ich vorhin schon mal reingeguckt. Da sieht so aus, wir haben jetzt 1212 Liter in den einen Stall, in den anderen genauso. Wir hatten es ja zur gleichen Zeit beliefert. Bevor ich gestern den Spielstand auf den Server hochgeladen habe, hatten wir 800 Liter oder irgend sowas, weil ich zwei unterschiedliche Spielstände benutze oder zwei unterschiedliche Ordner, im Fall es geht mal was schief bei den her kopieren, habe ich gesehen, dass ungefähr 4 Stunden, ne, wir hatten ja gestern bei irgendwo 7 Uhr noch was angefangen auf dem Server, in-game, ne? Und ja, die Milch wurde weiter produziert, ne? Obwohl wir es auf dem Server nicht sehen, aber produziert wurde sie weiter. Ist schade, dass man das auch nicht sieht, aber kann man leider nicht ändern, ne? So, was wir natürlich heute machen werden, was wir gestern auch schon noch gesagt hatten im Stream, wir werden heute noch einen Hühnerstall bauen, ne? Dass wir auch hier irgendwie noch an die Eier kommen. Ja, ich bin immer ein bisschen unentschlossen, ob ich den mit, ja, mit dem Glasdach nehme oder den hier, den geschlossenen. Also von der Sache her, da wir ja drinnen hantieren müssen, meine die 20.000 Unterschied, das ist jetzt glaube ich nicht der entscheidende Punkt. Aber da wir eben in den Stall hantieren müssen, ach so, hier steht der LKW im Weg, das wird erstmal nicht mehr wegräumen. Dort soll er ja hin, werde ich mich wahrscheinlich für den mit Glasdach entscheiden. Meine, bei dem Geld, was wir ja ausgeben müssen immer, da fallen die 20.000 mehr nicht auf, ne? Wo hätte ich gleich Futter mitnehmen sollen? Ne? Beziehungsweise sollten wir erstmal gucken. Meine Hühnerfutter haben wir ja nicht hergestellt. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier mit dem Weizen, ja, dass der wenigstens für, ja, weiß ich nicht, wenn wir erstmal mit 100 Hühnern anfangen oder mit 200. In den Stall gehen 4000 Hühner rein. Ne? Also mit 10 Hühnern brauchen wir nicht anfangen. Die sehen wir doch, glaube ich, nicht. Ne? Dann ist schon ein Drescher unterwegs Richtung Feld 89. Da ist ja schon Raps reif bis auf den Streifen ringsrum. Ich denke mal, den Drescher werde ich dann schon losschicken. Wasser lassen wir gleich mal hier, denn wir brauchen in den Hühnerstall Wasser. Jedenfalls ist ein Wassersymbol angezeigt unten. Ist so zwar nicht beim Standard-Hühnerstall so, aber ja, hier wird ein Wassersymbol angezeigt. Da müssen wir gucken. Ja, ich habe auch gesehen, weiß ich nicht, ob das dann mit diesen Mod zusammenhängt, wo ich diese, ja, Wasser, ja, wo ich diese Rohrleitung habe, dass ich entsprechend Wasser einfüllen kann. Das habe ich auch schon gesehen, dass das jemand so macht. Dort bloß Wasser aufdreht. Ja gut, eine zweite Überlegung war ja, einen Hühnerstall hier drüben hinzusetzen, ne? Achso, die zweite Überlegung kennt ihr ja nicht, weil gestern die Folge war ja dann, ja. Die war ja dann ein bisschen missglückt, ne? Wenn man jetzt hier hinsetzt in den Hühnerstall, habe ich vorne eigentlich noch genug Platz. Also Hühnerstall werde ich plus einen machen. Wie gesagt, gehen ja 4000 Hühner rein. Ich glaube nicht, dass wir so viele Eier brauchen. Ich weiß es nicht, was wir noch alles an Rohstoffen bräuchten. Aber wenn ich den jetzt hier hinsetze, sind wir relativ gut mittig. Ich hätte hier vorne noch Platz, eventuell mal für unseren Radlader da noch einen Unterstand hinzumachen. Und eventuell für einen, der hier hinten ein bisschen verteilen soll. Ne? Ja, das hier drüben lassen wir uns mal noch frei. Wir brauchen ja auch noch Enten entsprechend, dass wir die Daunen kriegen, also die Daunenfedern. Jetzt muss ich bloß gucken, wir müssen fahren, wir müssen hier reinfahren, ne?
Und hier hinten. Ne, da fahren wir hier rein. Ne, da steht. Hier stehen die Futtertröge, also fahren wir hier rein. Wir können ja noch ein Stück rüber, denn hier drüben ist noch ein Trigger. Oder? Ah, das passt so. So, Hühnerstall ist gekauft. Er steht jetzt. Ne. Und jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt richtig rum ist. Ne, wenn nicht, wird er abgerissen. Ja genau, das ist nur entsprechend hier. Hier ist nicht das Rad dran, das ich aufdrehen kann. Das müsste ich dann über den Mod regeln. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich denke mal, hier müssen wir das Futter abgeben. Und hier müssen wir dann, oder hier ist Futter, da ist Wasser. Da müssen wir mal schauen. Ach, und dann wären sicherlich hier draußen irgendwo die Eier spawnen, ne? Ja, ist schon nicht verkehrt. Sieht zwar ein bisschen aus wie Gewächshaus, ne? Aber sehen wir wenigstens was von unseren Hühnern, ob welche drin sind. So, besorgen wir uns gleich erstmal welche. So, und dann können wir eigentlich auch anfangen, hier entsprechend Strecken einzufahren. Das ist somit das nächste. Dass wir dann wirklich hier die Endladepunkte alle. Die Endladepunkte alle bedienen können mit Wasser. Halt nicht mit dem Milchtrailer fortfahren. Wir wollen einen Anhänger mitnehmen, den Hühnern. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es unterschiedliche Sorten Hühner gibt. Also wir sollten auf jeden Fall auch Hühner nehmen, nicht Hähne, die legen nämlich keine Eier. Ja, dann müsste ich schauen. Ja, eigentlich sollten wir dann auch irgendwo mit dem Entenstall weitermachen, ne? Weil wir wollten zwar auch Dell bauen, das ist mir bewusst. Ne? Müssen wir uns oben auch wieder um die Produktion kümmern, dass die ausgeräumt werden. Wir haben ja gestern relativ viel Material aus dem Lager rausgeholt. Ne? So, Enten haben wir auch drei Sorten. Weiß, braune und schwarze Enten. Und bei den Hühnern haben wir auch weiß, braune und schwarze Hühner. Na, dann nehme ich weiße Hühner. Ach, Hähne haben wir gar nicht zur Auswahl. Aber ach doch, hier unten Hahn. Gut. Also weiße Hühner. Und davon. Also 10 Stück sind 500 Euro, 5000 sind dann 100 Stück. Also werden wir für 10.000 Euro Hühner einkaufen. Wenn mir nicht da bis dahin der Daumen eingeschlafen ist von Drücken. Also Daumen deshalb, weil ich mit Controller spiele. Nee, Quatsch. 10 Hühner sind 500 Euro. Und 100 Hühner sind 5000. Also brauchen wir für 10.000 Euro Hühner. Ich glaube, es gehen relativ viele auf den Viehtrailer drauf, ne? So. Sollten 200 Stück sein. Ja, damit die Hühner glücklich sind, gibt es ja auch noch zwei Hähne dazu. Bräuchte man, glaube ich, nicht. Ne? Ja, alle geordnet. Ne? Zack. Ups, hier unten sind keine drin. Wo sind sie? Achso, mein Trailer ist nicht voll. Ne? Genau. Jetzt interessiert mich eine Sache. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Unten rechts stehen wirklich die zwei Hähne drin. Die sieht man direkt.
Ach so, draußen wird's Tiermenü sein. Ne? Das muss ja auch irgendwo sein, wenn ich den Stall so anliefern muss. Aber ein Trigger, dass ich die Eier auslagern müsste, habe ich nicht gesehen. Also der Stall wird nicht Global Company-mäßig funktionieren. Aber es hatten die KI ja auf der 51 angepflanzt. Oder muss ich dann hier hinten rein mit den Tieren? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Mit den Hühnern muss ich gucken. Den Hühnerstall gibt es, glaube ich, auch in so einer Variante in normaler Ausführung. Also sprich... Da gehen, glaube ich, auch dann... Ja, weiß ich nicht. Ich sollte mal F1 anmachen, da sehe ich auch ein bisschen was. Also hier muss ich schon mal nicht hin. Das muss der Ausgabepunkt sein. Hätte ich natürlich da drin jetzt zwei Varianten. Einmal dort, wo der Futtertrigger ist. Das könnte dann einmal natürlich Futter sein, das da drüben können. Ich glaube, bei dem Stall spawnen hier, aber hier drüben dann die Eier, ne? Ah, hier drüben ist Tiermenü, okay. Oder rechts, weiß ich nicht, welches ich erwischt habe. So, gerade gekauft und schon sind es ein bisschen die Hälfte wert, die Hühner, ne? Also da müsste es eine Möglichkeit geben, das einzustellen, dass ich eins bis entladen will. Sozusagen 202 mal geklickt fürs Aufladen und 202 mal fürs Abladen. Da hinten rennt doch der Hahn rum, der eine, der andere wird auch irgendwo sein. Achso, ich habe ja drei Trigger. Ich habe ja rechts den fürs Futter, das wird auch fürs Wasser sein, da hinten ist Tiermenü. Und draußen werden dann wahrscheinlich die Eier spawnen. Ne? Da stehen die Eier dann in der Sonne. Na gut. So, den Viehtrailer, den können wir eigentlich gleich wieder wegstellen, den muss ich nicht hier auf der Wiese stehen lassen. Hier fehlt eigentlich auch noch irgendwie ein Unterstand. Dass man den LKW entsprechend hier mit... Ich meine, der LKW fährt ja auch bloß die zwei Trailer hier. Meine vier Trailer werden wir nicht so oft brauchen. Sei denn, wir beliefern irgendwann den Schlachthof, ne? So, theoretisch wirklich hätten wir gleich was... Ach, ne, mit den Trecker hole ich... Ne, das tue ich mir nicht an mit den Drehschemel da rückwärts rein. Was abgeben. Achso, hier werden Rüben zum Hof transportiert. Hier, da gibt Rüben in der Zuckerfabrik ab. Wollen wir gleich mal gucken, wie viel hier ist, vorsichtshalber. Quatsch, hier drüben ist noch der Trigger. So, und zwar haben wir jetzt hier an... Also wir haben schon 484 Liter Rüben da. Oh, da können wir die alle umleiten zum Hof, ne? Meine Umleiten zum Hof ist natürlich auch so eine Sache. Eigentlich sollte man das hier oben einlagern, ne? Aber wenn man das hier oben meine, richtig wäre das eigentlich, ne? Das Zuckerrohr und die Zuckerrüben, die wir hauptsächlich produzieren. Ich habe jetzt schon einen Hof Zuckerrüben. Die müssen alle abgefahren werden. Ich transportiere die von hier dort rüber, um sie dann wieder da rüber zu sagen. Das macht eigentlich keinen Sinn.
Also wir wären auf alle Fälle, das waren 800.000, ne? Also das Grundstück werden wir mit kaufen und werden die Zuckerrüben hier oben hinbringen. Das ist ja Hilltop Farm, ne? Soll ich mal vorsichtshalber das Spiel vorher speichern, weil dort oben steht ja noch ein Farmhaus rum. Normalerweise zwei Farmhäuser kann ich nicht besitzen. Spiel speichern. Na gucken, wenn wir das Grundstück gekauft haben, vielleicht können wir dann auch dort das Farmhaus verkaufen. Also irgendwas ist da, ich vermute mal beim Spielstart, dadurch, dass ich ja mehrere Farmen auswählen kann, ist da irgendwas schief gegangen. So, er kann ruhig weiter hier zum Futtersilo fahren, das macht gar nichts. Ne? So, aber er hier fährt dann sozusagen Hilltop Farm. Silo ausladen. Das kommt dort in Hilltop Farm natürlich alles ins Hauptsilo rein. Ne? Silo. Ach so, da steht natürlich jetzt auch Hofsilo. Ah, das ist natürlich, habe ich so benannt. Ne? Zahlen wir hier mal out. Feld 22. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Wo ich das damals gemacht habe, fand ich das gut, dass ich das hier reinschiebe und bloß Hofsilo nenne. Aber wenn ich jetzt natürlich an unterschiedliche Farmen hinfahre, gut, da muss ich mal überlegen, ob ich das mal ändere. Er ist unterwegs hier abzufahren, aber er kann dann auch gleich zu Hilltop fahren. Ach nee, der hatte natürlich jetzt wieder Johnson Farm drin. Nee. Den einen lassen wir runterfahren, den anderen schicken wir zu Hilltop. So, dann müssten erstmal die vier Abfahrer versorgt sein. Aber jetzt gucken wir mal gleich noch in der Garage. Eigentlich wollten wir uns um die Hühner kümmern, ne? So ist das. Also wenn, dann ist das Farmhaus ganz rechts. Oder ganz hinten in der Liste, wie auch immer. Hier haben wir schon jede Menge gekauft. Hier unsere Hallen. Jetzt tauchen natürlich hier von Hilltop sofort die roten Hallen mit auf. Die haben wir jetzt definitiv mit erworben, ne? Auch das hier, das ist ja eine Sache, die ich nicht gebaut habe. Die steht dort oben hier, diese versenkt, die Halle mit dem doppelten Boden. Also das haben wir ja mit dem Landkauf mitbekommen alles. Genau, jetzt habe ich hier zwei Farmhäuser. Ne? Beide 27 Tage. So, verkaufe ich jetzt das Richtige? Aber er lässt mich doch hoffentlich auswählen. Ja, das wollen wir nicht verkaufen. Nehmen wir mal das hier, genau. Weil der Platz ist zwar hier eigentlich da, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert mit zwei Farmhäusern. Ich denke, das geht immer irgendwie nicht. Wenn natürlich hier, wenn ich mit der Farm spiele, hier das Farmhaus hinkommt, was ich ja nie gesehen habe, weil ich immer bloß mit Johnson Farm spiele, müsste ich wirklich hier mal mein Streckennetz ändern. So, also das wollen wir verkaufen. Wurde verkauft, okay, ja. Okay, ich dachte schon, das Spiel stürzt jetzt wirklich ab. Ja, hier hinten ist diese Halle mit diesen doppelten Booten, was ich gesagt hatte. Ne. Ja, und das Silo werden wir jetzt hier beliefern. Das werden wir dann auch hier drüben nutzen, um entsprechend dort unsere Saatgut und Dünger zu deponieren. Ne. Vielleicht schreibe ich mir noch dahinter, dass das Silo Hilltop ist. Oh, jemand durchs Feld gefahren. So, ich wollte aber eigentlich mir einen Abfahrer suchen. Der, ach hier, genau, wird schon gebaut hier. Rohbau steht schon. Oh, Silos auf dem Dach.
Das ist ja Kens, was wir hier gestern beliefert hatten. Ganz schön weit schon gebaut, oder? Dann stimmt wohl die Anzeige doch nicht. Nee, das sind erst 3%. Boah, was wird denn da alles gebaut, wenn bei 3% schon so viel steht hier? So ein mehrstöckiges Produktionsgebäude hier. Hoffen wir, dass es noch Textur kriegt. Oder ist das Betontextur hier? Na gut. Achso, Wasserfahrer. Fahren wir gleich mal hin zum Hühnern. Das müssen wir ja auch erledigen. Also der Wassertrigger ist natürlich dann... Ja, ist da drin. Also ich werde mir hier einen kleineren Trecker anschaffen mit kleinen Fass. Und da werden wir hier auch eine Rückwärtsstrecke. Das kriegen wir eigentlich hin hier. Wenn er hier so rückwärts das Wasser einliefern muss, der Trecker dann... Was weiß ich, ich sag mal... LFSM-Pack habe ich ja mit drauf. Habe ich ja 18.000 Liter fast. Ich denke mal schon, dass das reicht. Überladen starten. Was blinkt da aber noch kurz off? Ne, passt schon. Das ist schon voll. Ach, hier ist Wasser drin, okay. Ach, 250 Liter Wasser. Das fällt ja in 100.000 Liter Fass überhaupt nicht auf. Aber wir brauchen auch Stroh. Aber wir kriegen zum Glück bloß Eier raus. Ich hatte jetzt schon Angst, dass wir noch ausmisten müssen. Weizen, Gerste, Sonnenblumen, alles, das haben wir. Also Weizen haben wir, ja. Sonnenblumen haben wir wieder nicht. Wassermelonen, Tomaten. Wassermelonen, Tomaten und das Dings. Muss ich mal noch mal eine andere Sache gucken. Ach, Gurke. Und Salat ist klar oder Gurke. Ja gut, das haben wir ja, dass wir da unten was anliefern können. Ich denke mal, wird auch nicht die Welt sein, die wir brauchen. Ah, hier mussten wir Diesel noch verteilen. Das haben wir überhaupt nicht mehr gemacht vor der Nacht dann. Aber gut, das ist dann so. Ihn hatte ich hier beladen, der kann auch mal eine Runde fahren. Ich glaube, im Stahlwerk müssen wir uns auch mal richtig kümmern. Ah, ich glaube, da muss der Wasser-LKW hin, ne? Oh, er wird hoffentlich ja abgefahren. Ja, das sollte funktionieren. Er muss dann auch bald umziehen. Ja, Sprengstoff, wir müssen ja auch wieder sprengen da oben. Also mit dem Tunnel oben durch bei Lydias Garden. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. 4, 8, 16, das sind 18 Stück. Also Sprengstoff brauchen wir noch ein paar. Ich glaube 24 Tore hat man da gestern gezählt. Ja. So einen werden wir nehmen. Mit dem werden wir kurz Weizen holen. Und dann schicken wir ihn zu Feld 86, wo eigentlich unser Drescher schon rumsteht. Ob der zweite LKW. Ach, da wird so. Ups. Da wird Sorghum noch drin sein. Er wird das nicht alles ausladen können. Ne? Weiß nicht, wie viel ich jetzt mitnehme, Weizen, aber. Wie viel Wärme? Na, kann ich überhaupt nicht abschätzen. Also wir kommen definitiv erstmal bloß auf 90%, ne? Wenn Weizen 80 ausmacht. Meine, um Futter anzuliefern, weiß ich nicht, ob ich mir da auch Routen einfahre. Mit Autotreif, weil es ist relativ übersichtlich, was wir füttern müssen, oder? Also... Mein Wasserverteiler, ja, das macht schon Sinn.
Weil dann würde ich Wasser ebenfalls hier noch mit zur Pflanzenschutzmittelproduktion bringen. Vielleicht bauen wir da auch sogar noch eine zweite. Das ist aber alles ein bisschen... Also irgendwie fahren die Fendt mit den Hänger und Bladen hinten dran nicht unbedingt geradeaus bei Vollgas. Also da stimmt die Spur nicht, ne? Der fährt... Ich mache nichts am Controller und der biegt immer ab. Also hier müssen wir auch zwingend noch entsprechend Terraforming ein bisschen Straße malen. So, das muss natürlich rechts hier in... Oh, der ist ja auch groß genug, der Trigger, das passt schon. Ja, ein bisschen was über 10.000 Liter sind drin, ne? 10.100, okay. Wir werden mit ihnen hier gleich noch das Stroh holen, wenn wir hier den Weizen wieder ausgeladen haben. Der fährt nicht geradeaus. Ja, am Controller kann es nicht liegen, weil dann hätte ich das ja bei anderen Fahrzeugen auch. So, hier einmal ausladen. Weil und dann eigentlich meine mit dem Kauf hier drüben bei Hilltop. Theoretisch wäre hier drüben das Silo noch fällig. Da steht auch ein Farmhaus. Genau dasselbe, was wir haben. Na, weiß nicht, traue dem Fried nicht so recht. Eigentlich gehen nicht zwei Farmhäuser auf einer Karte, ne? Das geht eigentlich nicht, ne? Aber wie ist das, wenn ich mit unten, wenn ich unterschiedliche Farmen spiele, dann glaube ich schon, oder? Ich meine, das da drüben, das Grundstück, wie gesagt, das ist auch noch, in den Feldern haben wir ja auch schon reichlich da drüben. Müssten wir uns auch überlegen, ne? So, wir werden jetzt auch hier noch Stroh anliefern bei den Hühnern. Und dann müssen wir am Montag noch entweder Salat oder Korken oder irgend sowas organisieren. Ich denke mal, so viele Paletten brauchen wir nicht. Es müsste ja, wenn ich es gestern... Ach nee, unser... LKW steht hier oben noch am Stahlwerk rum. Der hat ja noch Nägel drauf. Ja gut, den müssen wir... Den müssen wir dann uns noch holen. Ja, Stroh müssen wir schon mitnehmen. Dann geht's einfach besser, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir noch mehr Reserve an Stroh anlege. Ich nehme mal hier 16.000. Ich glaube nicht, dass wir so viel Stroh brauchen. Also wenn wir 10.000 Liter Weizen brauchen, können wir nicht... Und 250 Liter Wasser, weiß ich nicht, wie viel Stroh wir hier brauchen.
Oder muss ich Stroh draußen abgeben? Moment, gucken wir mal. Aber ich denke mal, hier werden da Eier spawnen, oder? Ne, hier kriege ich keinen Trigger. Bloß der Stroh im Futterdruck ist ja auch komisch, ne? Achso, da hinten hätte ich nachher noch einen Trigger. Ne, das war ja der Viehtrigger. In der Mitte war Wasser. Wir fahren erstmal hier zum Trigger, wo wir... Da kriege ich keinen überladen. Wir sind das letzte Mal bloß reingefahren, also mit den Weizen, und haben sofort ein Überladesymbol bekommen. Also hier geht's nicht. Was das daneben ist, der Wassertrigger. Geht's natürlich auch nicht. Und das da hinten war ja das Tiermenü, ne? Nur eins versuchen. Wenn das nicht geht, weiß ich es dann nicht. Noch eine Möglichkeit hätte ich nicht. Steht aber eindeutig da Stroh. Aber gut, wir sind schon wieder viel zu lange unterwegs. Ja, muss ich mal gucken, wo der Stroh reinkommt. Also ich sag mal, vielen Dank fürs Einschalten. Natürlich allen noch einen schönen Sonntag. Und das mit dem Stroh, ich denke mal, das werden wir spätestens am Montag hier lösen. Oder wir brauchen keins, ich weiß es nicht. Also, vielen Dank, bis dahin und tschüss.